Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir ein Food-Testing, aber kein ganz normales, sondern special, denn wir sind in Schweden und hier gibt es einiges, was es bei uns absolut nicht gibt. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch gleich mit dem krassesten an. Und zwar gibt es hier eine Burgerkette, Fastfood-Kette, die auch vegane Burger anbietet, auch vegetarische und die dann auch gleichzeitig laktosefrei sind. Den Burger haben wir schon hier. Die Pommes sehen schon ein bisschen mager aus. Aber ich muss auch sagen, ich habe da vielleicht den einen oder anderen vorhin schon mal probiert. Und Leute, schaut euch das an. Also die sind wirklich Hammer. Besser als die von Mc's, Burger King und sonst was. Freunde, die sind's. Ich habe jetzt natürlich die kleinste Größe genommen. Denn wir testen ja jetzt noch einige. Schaut euch das an. Oben keine Soße. Uiuiui. Aber unten haben wir auf jeden Fall so Mayo ähnlich, würde ich mal sagen. Saure Gurken und Zwiebeln. Soll, glaube ich, so ein Chicken ähnliches Fleisch darstellen. Ist ein bisschen dunkler. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal. Ach, das klebt ja alles, Mensch. Okay. Also das Fleisch ist auch ein bisschen so leicht schärflich, würde ich jetzt mal sagen. Es gab auch eine Hamburger-Variante. Dachte ich mir, nee, habe ich jetzt nicht so die Lust drauf. Dann lieber sowas. Also ich muss sagen, dass oben keine Soße drauf ist, ist eigentlich gar kein Problem. Also was mir bei den Zwiebeln sehr gut gefällt, die sind irgendwie nicht frisch geschnitten vom Geschmack, dass man knackig reinbeißt und dann den ganzen scharfen Geschmack im Mund hat, was ich persönlich überhaupt gar nicht mag. Sondern die sind so leicht, die sind so ein bisschen, ja, weicher einfach. Nicht karamellisiert, aber schon so ein bisschen gedünstet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Finde ich sehr gut, also wenn mit Zwiebeln, dann auf jeden Fall so. Also wenn man eins sagen muss, es passt alles ins Bild, alles passt zusammen. Die ganzen Geschmäcker, alle passen zusammen. Die sauren Gurken, die Soße, das Brot, der Patty, die Zwiebeln, passt alles perfekt. Persönlich, ein bisschen knackiger, frischer Salat, so ganz leicht drauf. Muss auch nicht viel sein. Hätte, glaube ich, noch mal einen guten Kick dazu gegeben. 2,5 Hälfte würde ich auf jeden Fall geben. Die Pommes sind auf jeden Fall eine 4 von 5. Wir gehen gleich weiter mit den anderen Sachen. Weiter geht's aber gleich nochmal mit einem Getränk, was ich jetzt schon mal angefangen habe zu trinken. Ich muss sagen, Leute, das ist eine pure Empfehlung. Das ist eine pure Empfehlung. Hammer Geschmack. Wer die Marke kennt, wer die Süßigkeiten schon kennt, genauso als trinken, vegan, perfekt. Kann man nicht meckern, kann man nicht sagen. Hammer. So wie es auch an der Seite geschrieben steht, es ist keine normale Schokomilch, sondern es ist eine Toffee-Flavored Kakao Oat Drink. Schokomilch in vegan. Ihr wisst schon. 4,5 von 5. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu ein paar Snacks rüber. Ich zeige euch jetzt einmal, was ich alles hier habe. Und dann werden wir nach und nach, werde ich alles zubereiten und das probieren und testen. Wir haben einmal Brokkoli Wings, ihr kennt es vielleicht, gibt es auch mit Blumenkohl, habe ich auch öfter schon mal gesehen. Dann haben wir als zweites mal von Lidl, und zwar sind es Falafel, rote Beete, so eine kleine Bällchen, 19 bis 22. Eine Milchpackung, ihr seht es schon, aber ganz so, wie es aussieht, auf den ersten Blick ist es nicht. Denn wir haben einen Himbeer-Joghurt. Kommen wir jetzt zu einer Sache, die habe ich schon probiert. Die kommt heute nur gezeigt im Video dran. Und zwar einmal veganer roter Kaviar. Ich muss sagen, Kaviar habe ich vorher auch noch nie in meinem Leben gegessen. Aber was wir heute testen werden, ist der schwarze. Und dann haben wir natürlich noch eine andere Sache. Moment. Die haben wir einmal hier. So sieht das aus. Ja.
Das werden wir alles gleich mal probieren. Und dann haben wir dazu natürlich noch einmal Knäckebrot. Aber natürlich nicht so, wie wir es von zu Hause kennen, sondern High-End Top 1A. Das sieht dann nämlich so aus. Die sind einfach ein komplett anderer Geschmack als diese Standarddinger, die wir bei uns haben. Also, wir sind jetzt erstmal fertig. Ich musste natürlich jetzt die ganze Portion machen. Und vom Aussehen her, ich stehe mal auf. Vom Aussehen her muss ich sagen, nicht schlecht. Wenn man jetzt hier mal so einen nimmt, sieht schon gut aus. An meine nicht-veganen und veganen Freunde. Das ist es. Das. Sag mal. Das, liebe Leute, das ist the real shit. Außen schön knusprig und dann innen richtig schön saftig. 4,5 von 5. Also fast perfekt. Fast perfekt. Die sind so geil, die sind so Hammer. Aber sag mal, warum sagt ihr denn eigentlich gar nicht Bescheid, dass ich meine Brille nicht mehr auf habe? Sagt mal, was soll das denn? Kommen wir zum nächsten. Und zwar zu dem Himbeer-Joghurt. Riecht auf jeden Fall gut. So. Sieht ein bisschen schwierig aus. Ist auch irgendwie lila. Okay, also ein bisschen löst sich das. Man hätte wahrscheinlich stärker schütteln müssen. Also der Hafergeschmack kommt so ein bisschen durch. Aber geschmacklich auf jeden Fall solide. Kann man mal so machen. 3 von 5. Also, wir haben jetzt einmal, was ich vorhin gezeigt habe, einmal auf der Seite und einmal den veganen schwarzen Kaviar auf der anderen Seite, weil ich dachte mir, ist einfacher. Wir testen jetzt erst die Seite und danach die andere Seite und dann schauen wir erstmal, was besser schmeckt, wie es schmeckt, ob es eine Empfehlung wert ist. Es ist sehr salzig. Das geht gar nicht. Oh Leute, sorry. Das geht gar nicht. Also das Original vielleicht, aber das geht gar nicht. Würde ich nicht empfehlen. Sorry. Da gebe ich auch keine Bewertung. Da bin ich raus. Da bin ich raus. Da bin ich voll raus. Ich würde sagen so 2,5. Da ihr ja auch seht, das sind richtig so eine kleine Kugeln. Machen wir einmal den ASMR-Soundtest. Hat ein bisschen das Gefühl, als würde man Luftpolsterfolie essen. Aber gut. Ist aber auf jeden Fall cool, dass es von solchen Sachen auch vegane Alternativen gibt. Finde ich richtig Hammer. Wir sind bei unserem letzten Food of the Day angekommen. Das sieht einfach so komisch aus, wie es ja alles auf dem Teller liegt. Aber wir probieren jetzt einmal so. Und riechen tun die eigentlich sehr lecker, muss ich sagen. Oh, man merkt auf jeden Fall stark die rote Beete raus. Ist nicht nur die krasse Farbe, sondern auch ein krasser Geschmack. Würde ich sagen, so eine 3 von 10. Das war's mit dem Video. Ich mache jetzt auch schnell ein Thumbnail. Und packe dann meine letzten Sachen hier ein, denn morgen fliege ich wieder nach Hause. Ich freue mich. Nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Falls ihr mehr Food-Testings generell wollt, immer ab und zu, weil Leute, es ist teuer. Es ist einfach teuer. Dann gerne mal einen Daumen nach oben geben, Kommentar schreiben, abonnieren, ganz, ganz, ganz wichtig.